So, moin Leute, jetzt mal aus Berlin hier vom Bahnhof Zoo sind wir gerade. Hinter uns ist das, jetzt muss ich mal anfangen, wie heißt der Laden? Das ist die Börse Berlin. Berliner Börse, gut. Egal. Moin Leute, jetzt mal aus Berlin hier vom Bahnhof Zoo. Hinter uns ist die Berliner Börse und wir sind hier auf dem Hotel oben. Ist echt cooler Blick, hätte ich nicht gedacht. Aber jetzt mal zum Thema, was ist passiert die letzten Wochen? Wir waren in Galicien bei unseren Trainingspartnern Diego und Iago, den Spaniern, und haben so ein bisschen, wollten eigentlich trainieren. Und dann ruft Diego an, kurz bevor wir abfliegen. Er hat sich gerade den Arm gebrochen beim Bootsbau. Der ist über eine Schwimmweste gestolpert, aber ihm geht's gut. Der Kopf von der Elle ist ein bisschen gespalten, wurde operiert direkt und der müsste in 2-3 Wochen wieder fit sein, dann geht's auch weiter. Wir hatten trotzdem gutes Training, ist ja relativ warm noch da. Unser Boot liegt da, also es lief alles. Ja, was war dann? Dann möchte ich mich einmal ganz stark bedanken, ganz herzlich bedanken beim Deutschen Seglerverband. Die haben nämlich Erik und mir nochmal für die Medaille in Rio die goldene Ehrennadel übergeben zum Seglertag letzten Freitag. Ganz, ganz vielen Dank und in dem Zuge auch herzlichen Glückwunsch an Mona Küppers, die neue DSV-Präsidentin, die mir auch diese Nadel angesteckt hat. Und war wirklich ein cooles Event im Augustinerkeller in München. Und dann war natürlich noch wieder die gute alte Boot- und Pfannmesse, Heimspiel hier bei uns in Berlin. Da habe ich auch ein bisschen was gedreht. Schauen wir einmal kurz rein. Hallo liebe Leute, wir sind heute hier auf der Messe in Berlin und der nächste Winterblock steht nämlich an und wir stehen hier vor unserem guten alten Teenie. So, nächsten Freitag, also übermorgen, morgen, wenn das Video hochkommt, ist dann Weihnachtsfeier im NRV mit unseren Partnern, da freue ich mich schon richtig drauf. Und genau, bis dahin geht es hier erstmal in Berlin weiter. Erik ist ja in Stettin immer noch am Lernen. Bei mir geht es auch ganz schön zackig gerade zur Sache. Ich muss gleich nach Hause noch ein paar Hausarbeiten schreiben. Und sonst Tagesablauf sieht immer so aus, morgens aufstehen eigentlich, irgendwie lernen oder was, dann in der Uni, dann abends Hausarbeiten und dann eine Sportsession jeden Abend. Crossfit gerade. Ich habe nämlich hier einen coolen Crossfit-Laden gefunden, direkt an der Uni mit so einem geilen Typen Leo. Da müssen wir auch noch ein Video machen, Alex. Leo und Alex. Der Typ heißt auch Alex übrigens. Das ist so ein geiler Pumper. Der war früher Judoka. Ja, den müssen wir alle mal ins Video holen. Und genau, so sieht's aus. Also ich muss jetzt los. Reingehauen und bis bald. Ihr hört von uns. Und wer Bock hat, zur Weihnachtsfeier zu kommen, bitte kommt am 1. Dezember nach Hamburg. Unsere Freunde und Partner sind eingeladen. Also bis dann. Ciao. Ja, aber echt perfekt hier, oder? Also, geiler super Spot. Location. Richtig krass. Siegessäule, Bahnhof Zoo. Man sieht Museumsinsel, man sieht Alex, Fernsehturm, man sieht in die Richtung Teufelsberg, Abhörstation. Warte, wo haben wir den denn? Teufelsberg ist da. Hier, Berliner Börse. Waldorf Astoria. Waldorf Astoria, auch guter Laden. Motel One. Läuft hier. Sind wir einfach reingesneakt.